Der Anfragesteller Peter Pilz ist als erster am Wort. Glaubt man den Umfragen, könnte es eine seiner letzten großen Reden hier im Nationalrat sein. Ein ganz übliches Signal gesetzt haben und dem Parlament klar signalisiert haben, dass andere Termine nicht so wichtig sind wie eine dringliche Anfrage in diesem Haus. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich beginne mit einer einfachen Tatsachenfeststellung und ich werde einige Tatsachenfeststellungen an diese anfügen. Am 3. September dieses Jahres hat die Wochenzeitschrift Falter ein Dokument veröffentlicht, das belegen soll, dass die österreichische Volkspartei zum zweiten Mal plant, die gesetzlichen Wahlkampfbeschränkungen von 7 Millionen Euro im Nationalratswahlkampf 2019 vorsätzlich zu ignorieren und damit vorsätzlich zum zweiten Mal nach dem Jahr 2017 ein geltendes Gesetz zu brechen. So, jetzt hätte die Volkspartei das tun können und jetzt hätte Sebastian Kurz das tun können, was er und seine Partei auch 2017 gemacht haben, nämlich eine Zeit lang zu sagen, stimmt nicht, ist eh nicht wahr, haben wir nicht gemacht und wir sind nicht so und die anderen sind schuld, das sind alle Schmutzkübel. Und wenn das alles nichts mehr nutzt, zu sagen, es tut uns aber leid. Jetzt entschuldigen wir und jetzt machen wir einfach weiter. Wir haben diese Entschuldigung für die Gesetzesverletzung, für die bewusste Gesetzesverletzung 2017 durch Sebastian Kurz und sein Team ja noch im Ohr. Und jetzt ist 2019 und das wird veröffentlicht. Und jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches. Die österreichische Volkspartei geht nicht her und sagt, ja, da ist uns schon wieder was passiert. Also, na, das ein zweites Mal, das ist uns entsetzlich unangenehm. Wir entschuldigen uns. Diesmal nicht. Diesmal taucht ein völlig neuer Player im türkisen Spiel auf, der Hacker. Der Hacker taucht auf. Und am 5. September, zwei Tage nach Erscheinung des Falter, kann die Spitze der Volkspartei bereits in den Brusttönen der Parteispitzenüberzeugung feststellen, ein Hackerangriff. Unbekannte Hacker haben den ÖVP-Server gehackt. Und wörtlich Sebastian Kurz, das ist kein Angriff auf die österreichische Volkspartei, das ist ein Angriff auf die Demokratie. Auftritt Blümel, das ist kein Angriff auf die Volkspartei, das ist ein Angriff auf die Demokratie. Auftritt Nehammer, das ist kein Angriff auf die Volkspartei, das ist ein Angriff auf die Demokratie. Einzige Problem dabei, weit und breit ist kein Hacker ausfindig zu machen. Ein hackerloser Hackerangriff, der ein Angriff auf die Demokratie ist. Gut. Jetzt gibt es den einfachsten Weg der Welt, das innerhalb von wenigen Tagen aufzuklären. Die Originalbuchhaltungsunterlagen über die Wahlkampfkosten und die Wahlkampfkostenplanungen der ÖVP liegen ja nicht beim Falter. Sehr verehrte Damen und Herren von der ÖVP, vielleicht wissen manche von Ihnen sogar, dass diese Originalunterlagen nach wie vor in der ÖVP liegen. Was macht man in so einer Situation? Man nimmt den Falter, legt den Artikel hin, man nimmt die ÖVP-Buchhaltungsunterlagen, die am letzten Backup drauf sind, die von der Buchhaltungssoftware selbst dokumentierend gespeichert werden, das kann man gar nicht löschen, legt sie daneben und sagt, na, das stimmt ja überhaupt nicht über, ist eine Fälschung, oder? Wovon ich derzeit ausgehen muss, Ui Jägerl, das stimmt Euro für Euro, Cent für Cent überein. Wir müssen, und dann geht der ganze Film wieder los, ja, wir haben da einen Fehler gemacht und wir entschuldigen uns. So, an diesem Punkt kommt es zu einer Dienstbesprechung in der Staatsanwaltschaft Wien, einen Tag nach der großen Hackererklärung des ÖVP-Parteivorstands. Bei dieser Dienstbesprechung sind anwesend Vertreter des Bundeskriminalamtes, der Staatsanwalt selbstverständlich
und Vertreter des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Auf das komme ich dann noch zurück, weil da ist was passiert. Aber zuerst einmal zu diesem Treffen. Werden bei diesem Treffen von den Vertretern der ÖVP, die an dieser Sitzung teilnehmen, die Buchhaltungsunterlagen vorgelegt? Nein, noch immer nicht. So, aber dann wird die Besprechung durchgeführt und dann wird die Strategie besprochen, die Ermittlungsstrategie. Und die Ermittlungsstrategie lautet, soweit ich weiß, aber das ist eine Frage, die wir an den Herrn Bundesminister richten, die Ermittlungsstrategie lautet, versuchen wir zuerst einmal den Hackerangriff aufzuklären. Und die allereinfachste Frage, nämlich, sind das die echten Buchhaltungsunterlagen, stimmt das, was im Falter steht, das klären wir zum Schluss. Wissen Sie, wann zum Schluss ist? Mit Sicherheit nach der Nationalratswahl. Und das möchte ich einmal wissen, wer bringt einen unabhängigen Staatsanwaltschaft der Republik Österreich dazu, das einzige Faktum, das problemlos und auf der Stelle zu klären ist, auf die Zeit nach der Nationalratswahl zu schieben. Spielt da möglicherweise eine Rolle, Herr Justizminister, dass das das einzige Faktum ist, von dem nicht nur die ÖVP weiß, dass es für die ÖVP und für Sebastian Kurz brandgefährlich ist? Wenn sich nach einem Tag Ermittlungen Vergleich dieser Unterlagen herausstellt, ja, das ist echt, dann hat der Wahlkampf der ÖVP ein echtes Problem. Weil dann ist Sebastian Kurz kein Einzeltäter und kein Einmaltäter bei der Verletzung des Parteiengesetzes, sondern ein vorsätzlicher Wiederholungstäter, ein vorsätzlicher Gesetzesbrecher. Und man möchte ja weder als Altkanzler noch als Kanzler ins B in einen Wahlkampf ziehen und dauernd erklären müssen, ach, das ist mir passiert, ich wollte ja gar nicht Wiederholungstäter sein. So, jetzt möchte ich diese Frage beantwortet haben, weil es ja nicht so einfach ist mit den anderen Ermittlungen. Und jetzt komme ich einmal zu den Ermittlungen zurück und frage, wer ermittelt hier? Und da ist auf der einen Seite das Cybercrime Competence Center C4 aus dem Bundeskriminalamt. Völlig zu Recht, das sind die richtigen Leute am richtigen Platz. Vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist das CSC dort vertreten, das Cyber Security Center. Völlig zu Recht, es sind ja die kompetenten Leute am richtigen Platz. Wer ist der Chef und wer war zu Zeiten des BVD-Untersuchungsausschusses? Der Chef des Cyber Security Centers im Bundesamt für Verfassungsschutz. Ein gewisser Philipp B., den Mitgliedern dieses Ausschusses gut bekannt. Hatte Herr Philipp B. zu diesem Zeitpunkt neben der Leitung des Cyber Security Centers eine zweite Funktion? Ja, er war stellvertretender Obmann des niederösterreichischen Vereins Pro Patria. Was ist der niederösterreichische Verein Pro Patria? Das ist ein Tarnverein der österreichischen Volkspartei, bei dem Gernot Blümel früher Kassier war. Er kann sich nicht mehr daran erinnern, steht aber im Vereinsregister. Wahrscheinlich alles gefaked. Wir werden demnächst aufklären, den Vereinsregister-Hacker-Angriff, wo der Gernot Blümel reingepflanzt worden ist in ein wehrloses Vereinsregister. Stellen Sie sich einmal vor, wie weit wir in Österreich gekommen sind. Und der sitzt jetzt im Pro Patria. Wer ist denn der Obmann? Der Kopf des schwarzen Netzwerkes im BVD, Bernhard P., gegen den die großen Verfahren im Zusammenhang mit BVD laufen. Und wer ist der Kassier? Ein weiterer schwarzer V-Mann aus dem BVD. Und was ist die Aufgabe von Pro Patria? Weit und breit dokumentiert: Trollauftritte und Internetdesinformation in Wahlkämpfen. Gut dokumentiert. Na ja, da wissen bestimmte Leute aus dem Verfassungsschutz schon, wie man es macht. Und ich frage Sie, Herr Justizminister, wie gibt es das, dass solche Leute solche Ermittlungen führen? Wie gibt es das? Und ich weiß, dass Sie nicht der richtige Adressat sind, weil Sie für die personelle Beschickung von Seiten des Innenministeriums nicht zuständig sind. Ich möchte Ihnen das auch gar nicht unterstellen. Aber ich ersuche Sie,
diese Frage an den zuständigen Innenminister möglichst umgehend weiterzuleiten. Ich habe das sehr begrüßt, wie der Innenminister gesagt hat, da ist in der Soko Ibiza ein Beamter, der hat dem Strache ein SMS geschickt. Wir fragen nach dem Inhalt dieses SMS. Und dieser Beamte mit FPÖ-Nähe wurde sofort aus der Soko entfernt. Warum können die schwarzen V-Leute, die Leute aus dem schwarzen Netzwerk, in beiden Sokos bleiben? Ich verstehe es nicht. Und ich möchte keinem der beteiligten Minister unterstellen, dass sie hier Interessen einer Partei vertreten, weil sich etwa Innenminister Beschon in der ZIP 2 unmissverständlich geäußert hat, dass er willens und bereit ist, gegen schwarze, blaue und andersfärbige Netzwerke im Innenministerium vorzugehen. Und ich halte ihn hier für ausgesprochen glaubwürdig. Bitte, Herr Justizminister, Sie können das selbst nicht aufklären, aber helfen Sie uns in der Bundesregierung bei dieser Aufklärung. So kann es nicht weitergehen. Und wie schaut es jetzt eigentlich aus mit dem Hacker? Was ist da passiert? Also, 1 Terabyte Daten wurde vom Server der ÖVP abgesaugt. Über eine Tor-Serverkette, das heißt über eine extrem komplizierte Verschlüsselung, mit extrem langsamen Leitungen und auf einen französischen Server überspielt. Wissen Sie, wie lange das dauert, wenn man mit der Übertragungsgeschwindigkeit von Tor 1,3 Terabyte auf einen anderen Server überträgt? Ziemlich genau 1 Monat. Ziemlich genau 1 Monat. Jetzt muss man aber davon ausgehen, dass der brandgefährliche Hacker nicht die ganzen Leitungen, nicht 100% der Leitungen beansprucht hat, weil dann wäre das Netz in der ÖVP zusammengebrochen und jeder hätte gleich gewusst, da ist was passiert. Solche Angriffe, solche Ableitungen werden etwa im Kapazitätsbereich von 25% gemacht, damit das halbwegs unauffällig bleibt. Sie müssen nach internationalen Erfahrungen annehmen, 4 Monate. So, die Experten der ÖVP stellen fest am 11. August, da ist wer eingedrungen mit Schlüsseln, und zwar mit ÖVP-Schlüsseln, mit den Schlüsseln eines hochrangigen ÖVP-Funktionärs. Weil die ÖVP als Sicherheitspartei ja die Schlüssel zum Server und zum Intranet, die übrigens dieselben sind, was sicherheitspolitisch völlig absurd ist, irgendwo rumkugeln lässt. Also jetzt kugeln die Schlüssel, sagen wir mal, von Gernot Blümel, kann ja bei anderer sein, diese Frage wird ja noch beantwortet. Da irgendwo rum, jetzt kommt der geheimnisvolle Hacker und überträgt Daten. Am 11. August wird behauptet, findet der Einbruch statt, am 17. August hat der Falter bereits die Daten. Das kann nicht dieser Datenfluss gewesen sein. Das ist vollkommen auszuschließen. Es muss zumindest 2 Datenflüsse gegeben haben. Einen kurzen mit Informationen über die Buchhaltung an den Falter. Eine Buchhaltung umfasst etwa 1 Gigabyte. Und einen langen mit etwa 1300 Gigabyte verschlüsselt über Tor an einen französischen Server. Und jetzt muss Folgendes untersucht werden, und ich ersuche Sie, Herr Justizminister, das möglichst genau zu tun. Wer hat Interesse, dass unverfälschte Daten nach außen gelangen? Das sind Maulwürfe und die sind in bestimmten Situationen Hacker. Die wollen eine Partei oder wen auch immer mit echten Daten kompromittieren. Wer hat Interesse, dass gefälschte Daten über komplizierte Wege in großen Mengen nach außen geraten? Alle Expertinnen und Experten, und ich habe mit vielen gesprochen, sagen, genau das deutet auf einen sogenannten False-Flag-Angriff hin. Auf einen Angriff, der inszeniert ist und der Desinformation dient. Und ich ersuche Sie, Herr Justizminister, genau untersuchen zu lassen, ob es hier nicht einen Maulwurf-Angriff gegeben hat, der eine übersichtliche Menge von Daten in kurzer Zeit in eine Wochenzeitschrift gebracht hat und möglicherweise einen damit als Antwort gedachten False-Flag-Angriff mit großen Datenmengen, großer Verwirrung, der der Desinformation der österreichischen Bevölkerung dient. Und da sind wir jetzt bei Fake. Sie, meine Damen und Herren von der ÖVP, reden immer von Fake. Reden wir mal von Fake. Sie haben bis heute keinen Beweis für einen Hacker.
Sie haben bis heute keinen Beweis für einen Angriff von außen. Aber was wir haben, sind Hinweise, dass es mit immer größerer Wahrscheinlichkeit anders gelaufen ist. Es geht nicht darum, heute im Parlament, es ist weder unsere Aufgabe noch können wir das, zu sagen, es war so und so. Aber wir können sagen, es deutet immer mehr in eine bestimmte Richtung. Und wenn es um Fake geht, dann gibt es eine Partei, die Spezialistin für Fake in dieser Republik ist, und das ist die Österreichische Volkspartei. Die Österreichische Volkspartei ist die Fake-Meisterpartei der Republik Österreich. Und ich sage Ihnen das, ich erläutere Ihnen das an harmlosen Beispiel. Haben Sie die Videos gesehen? Haben Sie das Video gesehen, wo der Altkanzler und zukünftige Bundeskanzler, wie es derzeit ausschaut, am 11.10.2017 erklärt, woher er stammt? Ich zitiere: Ich komme ursprünglich aus Wien, aus Meidling, aus einem Arbeiterbezirk. Am 10. September 2019 kommt das nächste Video. Ich komme aus dem Waldviertel, aus einer kleinen Gemeinde, circa 100 Einwohner. Und jetzt geben Sie mir, meine Damen und Herren der ÖVP, in aller Ehrlichkeit eine Antwort. Jemand, der seinen Geburtsort faked, ist doch auch in der Lage, einen Hackerangriff zu faken. Nein, ich sage Ihnen eines, Frau Kollegin, das ist nicht lächerlich. Sollte es sich herausstellen, dass es einen Hackerangriff auf eine politische Partei gegeben hat, was ich für äußerst unwahrscheinlich halte, dann ist es nicht lächerlich, sondern ein ernsthafter Anschlag auf Einrichtungen der Republik Österreich und auch des Parlaments. Sollte es einen Maulwurf in der ÖVP geben, dann ist es mehr Ihr Problem und kein Problem der Republik Österreich. Und es spricht einiges dafür. Sollte es aber einen False-Flag-Angriff gegeben haben, einen inszenierten, vorgetäuschten, gefakten Angriff mit einem einzigen Zweck, die österreichische Bevölkerung zu desinformieren, Frau Kollegin, dann ist das nicht lächerlich, sondern dann ist das das Schlimmste, was in einem Wahlkampf passieren kann. Ich kann mir kaum etwas Schlimmeres vorstellen, als zu derartigen Mitteln zu greifen, um von den eigenen gesetzesbrecherischen Absichten in Bezug auf das Parteiengesetz und die Wahlkampfkostenfinanzierung abzulenken und dazu möglicherweise einen Hackerangriff zu erfinden. Nein, Frau Kollegin, das ist nicht lächerlich. Das ist eine sehr ernste Situation und es ist mir sehr wichtig, dass das von den zuständigen Organen der Strafjustiz aufgeklärt wird. So, Punkt. Ich komme zu einem zweiten Punkt, weil er mir persönlich auch wichtig ist. Wie stellen Sie sich vor, Herr Justizminister, soll dieser Fall aufgeklärt werden? Wie stellen Sie sich vor, Herr Justizminister, können Sie die Staatsanwaltschaft Wien davon überzeugen? Wir reden jetzt nicht von Weisungen, sondern wir reden einfach darüber, dass das Notwendige und das Mögliche zuerst gemacht wird. Wie können Sie dafür sorgen, dass es bereits vor der Nationalratswahl ein Maximum an Aufklärung und Klarheit gibt? Die österreichische Bevölkerung hat ein Recht zu erfahren, was hier passiert ist. Bevor gewählt wird, muss es eine Grundsicherheit geben. Ja, hier ist geplant worden, Gesetze zu verletzen durch die österreichische Volkspartei, oder nein, das ist der österreichischen Volkspartei zu Unrecht unterstellt worden und hier sind Dokumente gefälscht worden. Herr Justizminister, Herr Vizekanzler, ich ersuche Sie dringend, diese Klärung zu ermöglichen. Es ist nicht unsere Aufgabe der Justiz, bei Ermittlungen Vorschriften zu machen, das hat der Nationalrat nie getan. Aber ich deponiere hier ein Ersuchen, hier möglichst viel an Klarheit vor dem Wahltermin zu schaffen. Die Wählerinnen und Wähler sollen wissen, wen sie wählen. Ob sie eine Partei wählen, die zum Opfer einer Fälschung geworden ist, oder ob sie eine Partei wählen, die selbst einen Hackerangriff erfunden hat, um vom eigenen beabsichtigten Gesetzesbruch abzulenken.
Wenn sich das als richtig herausstellt, und das kann die Staatsanwaltschaft binnen kürzester Zeit über den Vergleich der Buchhaltungen, Falterdokumente und Originaldokumente der ÖVP-Buchhaltung. Herr Justizminister, ermöglichen Sie das. Die österreichische Bevölkerung braucht die Wahrheit, bevor gewählt wird. Herr Justizminister, geben Sie den Menschen eine Chance, sich hier ein Urteil zu bilden. Besten Dank. Das war Peter Pilz mit seiner 20-minütigen Begründung für die dringliche Anfrage, die zu der heutigen Sondersitzung geführt hat.